So, Hallöchen Leute, wir sind hier beim Mario 64 Multiplayer Kram mit SR dran. SR? Erster Rot, SR. SMSR, ich bitte dich. Das heißt. Ach, Super Mario Sunshine Road. Genau. Danke. Ja, und er meinte gerade, ich wäre ein Lügner. Ja, weil wegen. Ich hab keine Ahnung. Das war irgendwas wegen Speichern, aber egal. So, jetzt kannst du den einen Stein mit der blauen Kappe, den du nie hinbekommst, den wir nicht hinbekommen, weil du da bist, und dann noch die roten Münzen. Okay, also dann holen wir mal den blauen Münzstern. Blauen Münz... was? Ja, den blauen Münzstern holen wir jetzt. Es gibt keine blauen Münzsterne. Doch, doch. Das ist kein Mario Sunshine. Aber egal. Du kommst jetzt mit mir und drehst diesmal nichts an deiner Kamera. Und... fast. Es geht auch so anscheinend. Es geht auch so anscheinend, okay. Jetzt mach's normal, so wie alle anderen Menschen es auch machen. Ja, du hast gerade Schuld, dass mich da reingeworfen. Jetzt komm einfach her und ich steh da ganz normal rein. Jetzt, bitte. Dankeschön. Dankeschön, ich danke dir vielmals. Jetzt drehen wir die Sicht wieder. So, dass wir durch die Wand gucken und dann ist alles gut. So. Hi. Jetzt lass uns gemeinsam vorwärts schwimmen. Auf dem Boden entlang. Hi. So, und schwimm jetzt doch. Nicht an der Sicht, denn dann bleiben wir so, ja? Komm, wir machen jetzt Synchronschwimmen. Komm, wir müssen noch mal Tricks holen. Nein, die Kamera könnte sich drehen. Cool. Ja, oh, ich habe Angst. Aber ich will synchronschwimmen. Siehst du, jetzt ist es geschehen. Ja, was tun wir jetzt? Schwimmen wir einfach auf den Stern zu. Wo ist der Stern denn? Nun, der könnte überall sein. Ganz toll. Das ist ja schlimmer als Waldo suchen. Ich meine, bei Waldo weiß man wenigstens. Ich hab was gesehen. Jetzt nicht mehr. Hallo. Irgendwie kann man doch sicherlich was erkennen. Da! Ah. Das ist ein Winkel. Ich liebe dieses Spiel. Ah! Aber wir sind beide drin, deswegen haben wir so viel Schaden bekommen. Okay, wir sind jetzt so, als wären wir normal drin. Okay, einfach runter, komm, schwimm einfach runter. Warte. Die Kamera verdreht sich kein bisschen mit, Skilus. Was für ein Scheiß hast du hier erfunden? Oh mein Gott! Stern! Wir sehen nicht mal, wo wir waren. Das, was du bist gegen diesen Typen geschwommen. Alles deine Schuld, Ruhe. Die Sache, den Stern würdest du ja so alleine schon gar nicht schaffen. Weißt du? Ich wäre dafür, dass wir jetzt erstmal die roten Münzen holen. Ja, dann müssen wir auch 100 Münzen machen. Ja, machen wir das. Los. Ne, aber das Schlimme daran ist, was mich ja einfach gerade nervt, ist, die Sicht ist so schlecht, dass du, selbst wenn du die blaue Kappe hast, da nicht reinkommst. Komm, wir spielen dieses Spiel legal. Ja, nee, aber ich meine, wenn du jetzt reinkommst mit der blauen Kappe, dann ist die Sicht nicht besser und du wirst... Aber dann hat man doch volle Leben, denk logisch. Ich habe auch so volle Leben. Hast du nicht, nicht mit mir. Ja, nee, ich bin nicht okay, das ist ein Argument. Danke. Das ist ein Argument, wo ich dir leider recht geben muss. Das ist sehr tragisch, aber so ist es eben. So, dann haben wir Hegersprung. Ah, ja, bitte. Ist das. So cool. Ah. Komm mit, wir müssen da hinten Münzen holen. Ah. Wir hängen auch von der Plattform unterstützt wird, ey. Ah. Ich kann Dinge tun! Hilfe! Ah. Es geht endlich da weg. Siehst du? Du bist schuld. Ah, mein Finger tut weh. Warum hast du schon wieder das... Wie geht die hast du ja immer das Spiel aufgehoben? Ich hätte ja meine Spoonmashing verwenden sollen, dann hätte es bestimmt geklappt. Ah, du bist zu sinnlos. Also dann bist du gleich wieder. Weil wir jetzt aufnehmen. Nehmen wir es auf, ja. Nehmen wir es auf. Hallo YouTube, abonniert mich, ich bin Starbreaker TV. Tut's am besten aber nicht. Doch, ihr müsst mich abonnieren, ich bin sehr toll. Bombe. Warum fliegen bei dir Bomben eigentlich? Keine Ahnung, Bomben, die mögen mich halt. Jetzt geh nicht von mir weg, ihr müssen Münzen holen. Okay, ich folge meinem Führer. Du stehst den Weg rum. Du stehst mir eindeutig im Weg rum, geh weg da. Ich bin gut. Du bist unnötig. Ah, lass mich doch auch mal. Du kannst eh nichts aktivieren, erinnere dich doch.
Doch, ich kann das. Nein, Manu. Du kannst nicht aktivieren. Mit dem Wasser, guck mal. Ja, das ist toll. Ja, freu dich für mich. Da freut sich doch gleich jeder mit. Kann dich hier drauf stampfen? Ja, kannst du vielleicht. Du kannst ja wirklich mal was. Wow, das hat so viel gebracht. Ja, aber du kannst mal was. Das ist das Beeindruckende daran. Ganz toll. Ich kann auch viel mehr. Ja, genau, probier mal da rumzulaufen. Vielleicht kannst du es ja wirklich jetzt. Nee, ich glaube, du kannst nichts. Das ist ein bisschen schwer für mich. Du kannst wirklich nichts. Vielleicht muss man dieses Ding mit Gewalt dazu zwingen. Jetzt kommen wir einfach hier, bevor das Spiel schon wieder sich aufhängt. Ah, okay, ich komme schon. Ah! Hier hoch? Ja, da hoch. Wow. Hast du denn jetzt den Skill gesehen? Ehrlich, manchmal denke ich, da hätte sich irgendeiner hinter deinem Rücken versteckt, der ab zu den Controller die Hand nimmt. Wieso? Wer bist du? Was hast du noch? Nur weil ich ganz selten mal was schaffe. Ja. Das ist gemein. Das ist aber so. Fühle mich diskriminiert. Fühle dich nur dezidiert. Toll! Du hast mich da durchgeschubst. Komm einfach hoch durch die Wand. Wo bin ich denn? Da einfach zur Zeit rausschwimmen. Es geht, das solltest du mal fixen, du bist schlecht. Ach, hallo. Hallo. Da bin ich da. Ah, schön. Okay. Ah, weißt du, dieser Multiplayer Kraft bringt noch mehr Fehler mit als das normale Spiel schon. Ach, das ist doch schön. Ah! Geh weg! Berühre ihn nicht! Berühre ihn nicht! Ich geh ja schon. Ich hab meinen Spaß. Ja. Ich komme. Huch! Ah! Hilfe! Warte mal. Hier sind auch Münzen. Ja. Ah! Jetzt komm doch mal her! Häng hier schon wieder. Was passiert in diesem Spiel? Ich will auch festhängen, das ist voll cool. Ich bekomme immer nur diese langweiligen Speed-Dinger und so weiter und nur langweilige Wallhacks. Aber nein, du kriegst einen ganz coolen Festhänger. Ja, das ist witzig. Das ist voll. Ne, ernsthaft, ich will auch was Cooles haben. Ich will auch was Lustiges, was Glitschiges haben. Ich will auch mal tatsächlich über mich selber lachen. Nicht nur über eine Person wie dich. Bin ich, aber ist. Du bist da unten irgendwo. Ja, danke, dass ich auch mal sehen darf. Komm doch mal da hoch. Aber ist doch schlecht. Da ist eine Wand im Weg gewesen. Ja, wow. Es ist kein Super Mario 64 Star Revenge. Star Revenge? Ja. Was ist das? Das war dieser eine dumme Heck da. Dieser Heck mit dem blauen Stern da. Weißt du, wo überall unsichtbare Wände sind. Ach genau. Der Heck mit dem Stern in der Eiswelt. Den vielen unsichtbaren Eisleveln. Fertig. Ach genau, nee, das war der Heck mit der roten Münze in der Eiswelt. Was ist die rote Münze in der Eiswelt? Da war eine rote Münze in der Eiswelt, du wolltest es einfach nicht einsehen. Hä? Also, nein, das war in der Feier. Kriegen wir jetzt zwei blaue Münzen? Oh, doch nicht. Okay, hier hoch. Da oben ist der Bob-Bomb, der bringt dir nichts mehr. Aber er ist cool, er ist blau. Ja gut, okay, das muss man zugeben, der ist blau. Ha! Das ist sexy. Okay, was steht denn hier? Ich bin jetzt das Schild. Da, nein, nein, hey. Nix da, ich will meine Münze. Lass aber lesen. Nix mit Münze, ach, nix lesen. Ich will nicht, dass Leute gebildet werden hier. Nein. Das ist gemein. Nichts. Das, Rock. Nichtsbildung hier. Look, Nichtsbildung. Little suspicious. Ich werde verfolgt. Was soll das hier? Ah, du! Du sollst es nicht lesen. Hilfe, ich... Oh. Wie mache ich denn... Ah, okay, ist weg. It doesn't... Meine Münze. Nein. It doesn't... Well... Dann les halt. Try standing on... Okay, nochmal. Does that rock... Does that rock look a little suspicious to you? Oh, it doesn't. Well, try standing on top of it and jumping. Anyway, maybe you will find a hidden 1-up block. Let's try this. Hahaha, schau mich an. Wow. Ah, ich kann es aber nicht kriegen. Nein. Was ist einsam? Nein. Das ist gemein. Meine harte Arbeit. Jeder kriegt das, was er verdient. So, jetzt bin ich da wieder drauf. Aber ich habe doch nur versucht, meine Zuschauer zu bilden. Deine Zuschauer, das ist keine Zuschauer. Das sind meine Zuschauer. Oh. Wir stehen. Das ist dein Freeze. Wir sind nicht mal annähernd aneinander weg. Doch, wir berühren uns nicht. Sind so im Arm oder... Oh, warte, hast du geleftet? Ja, wieso nicht?
Aber ich will den schon. Ich will nicht schon wieder erneut 61 Münzen sammeln müssen. Dann mach das halt alleine. Ja, nein. Ja, was hast du vor? Dich runterschubst. Spielst du einfach, oder? Ich hab dich nur runtergeschubst. Warte, du kannst spielen? Wie das denn? Ja, weil du leftet hast. Dann machst du halt alleine halt. Ja, aber wie machen wir das mit den Safe-Daten wieder? Das haben wir doch damals nicht geschafft gehabt. Doch, das schaffen wir. Glaubst du? Ja, das haben wir damals auch geschafft. Okay, dann versuche ich es irgendwie. Oh, sehr gut. Ja. Du verpasst gerade eh nicht. Insofern alles gut. Ja, okay, dann schaue ich währenddessen mal irgendwas an. Geben Sie mir einen Tipp. Was könnte ich anschauen? Ja? Ich warte. Keine Ahnung. Toro-Musik oder? Ich möchte etwas anschauen. Ich schaue mir keine MP3-Datei-Darstellungen von Cosmoride. Cosmoride? Ja, Cosmoride. Objection. Ja, nein, aber der blendet auch gerade das Signal. Schau du das? Das ist immer sehenswert. Oh, ich sehe, wo du bist. Also. Aber Signalweg spielt. Ja, Signalweg ist aber doof. Der spielt gerade auch hin auf Time und Prozent. Das ist langweilig. 5 Minuten Pause. Toll. Und Index spielt auch. Was? Index-Tick? Index-Tick. Ah, Index-Tick ist cool. Der spielt Chrono-Trigger. Oh, ich hab ne Münze verfehlt, na was soll's. Ja, ganz toll. Das heißt, jetzt kann ich hier herumhocken und warten. Ja, gleich. Na, dann beeilen Sie sich. Ich möchte doch auch etwas zu diesem RP beitragen. Ja, ich kann doch nichts dafür, wenn das Spiel wieder freest, ja? Ja, ich mag Freeze. Es ist besser als Wärme. Nicht wirklich. Doch, ich finde Freeze ist besser als Wärme. Nein, ich hab's lieber... Wobei, hast recht, wenn's warm ist, irgendwann kann man nichts mehr ausziehen. Ach, genau. Bist du? Ich weiß es doch. Nee, warte mal, ich kann den Stellen dazu, weil du ja nicht da bist. Ah, nee, warte, nein, die Sicht will immer noch scheiße bleiben, stimmt dir. Ah, viel Glück bei deinem Alleindurchrun hier. Ich brauche nur noch 11 Münzen, dann bin ich ja fertig. Ihr müsst jetzt mal Kommentare schreiben von wegen Öl voll der Batze nachmacher, denn der Rüdiger und der Matze haben es auch so gemacht. Was denn? Chainsaw Man kommentiert mit und Rüdiger spielt. Ja, ach komm. Also der Noob spielt und der Skiller kommentiert. Ja, genau so haben sie es gemacht. Deswegen machen wir das jetzt nach. Ja? Wir haben ihr Konzept vollkommen geklaut und übernommen. Ich frage mich nur gerade, wo du die Wörter vertauscht hast. Ich habe gar nichts vertauscht. Ach nein, nicht wirklich. Ach nee, ich habe wirklich nichts vertauscht. Ja, natürlich. Gar nichts. Ach natürlich, niemals. Spiel einfach. Ah, Bombe. Ach was? Ja, ich mach doch was. Wenn du hier diese wunderbaren Wandsprünge nicht... Welche Wandsprünge? Ey, dieses Spiel ist doch... Was passiert? Es hat sich aufgehauen, als ich einen 100 Münzen aufgesammelt habe, aufsammeln wollte. Cool. Skelux, du bist scheiße. Ja, das macht sehr viel Spaß mit diesem Freezes. Das ist echt richtig toll. Ja, bis gleich. Bis gleich. Ich will jetzt wieder 100 Münzen haben. So, da sind wir wieder. Nach geschätzten 2 Stunden. Ja, das stimmt schon. 2 Stunden war es ungefähr. Folgende Regel jetzt. Da dieses Spiel jetzt schon gut geschätzte 5, nee, wie oft? Mehr als 5 garantiert. Mehr als 5 mal abgestürzt ist, als wir die 100 Münzen gerade sammeln wollten, habe ich Folgendes jetzt beschlossen, ohne ihn zu fragen. Genau, voll und fair. Dieses Spiel kann man folgendermaßen jetzt durchspielen, was wir auch tun werden. Wir werden einfach alle Welt durchlaufen und Sterne holen, so wie wir das für richtig halten. Weil ich habe keine Lust, irgendwo einen Stern zu holen, wofür man lange im Level sein muss, weil am Ende crasht der Emulator-Kurs vom Stern, das hat einfach keinen Sinn dann. Die Super Mario Star Wars Multiplayer-Version stößt einfach viel zu oft ab und geht es zu Mario 64-Version. Insofern... machen wir einfach dann halt soweit. Ja, geh einfach rein. Sterne wie möglich sind es und wenn wir nicht genug Sterne zusammenkratzen können, werden wir uns mit diesem tollen LZ-Code am Anfang einfach an die späteren Welten bringen. Ach schön. Da gibt es nämlich eine Funktion für. Heißt auf jeden Fall schon mal keine 100 rote Münzen mehr. Schade, schade. Damit wäre die erste Welt auch fertig. Komm her, die erste Welt ist fertig. Oh Mann, ich will da rein. Das sind coole Bomben, die man zu Goombas machen kann. Die erste Welt ist vorbei. Aber die erste Welt ist cool. Die erste Welt ist vorbei. Egal. Okay, was machen wir jetzt? Da reingehen. Okay, zur Münze? Nein, hier rein. Ach, da rein. Sehr gut. So ungefähr. Das ist genau richtig. Dankeschön. Dann mach du es mal richtig vor.
Du warst, du warst im Weg. Auch du machst dich für... Was? Sky? Nein, Sky! Skyland Resort. Da kann man runterfallen. Hier sind bei viel Luft und so, und da ist eine Münze. Aber ja, die wollen aber wir ja nicht. Sagte ich gerade, wir wollen keine roten Münzen haben. Na und? Ist doch egal, lass mich doch. Ah, Hilfe! Du bist schuld. Jetzt lebe ich noch, was machen wir jetzt? Du solltest, am besten solltest du dich umbringen. Nein! Warum sollte ich? Denn du wirst nicht weit kommen. Ich werde richtig weit kommen. Ah! Hilfe! Und so viel darunter. Ich schaff das schon! Was muss ich denn machen überhaupt? Das ist meine Aufgabe. Durch die Welt laufen und einen Stern suchen. Okay, das kann ich gut. Da bin ich besonders gut drin. Aber ja, er reagiert auf mich, wie schön. Okay. Ach, die Kamera ist so toll. Okay, da ist eine rote Münze, die will ich haben. Oh Gott. Wir machen doch keine roten Münzsterne mehr. Du sollst dich länger in dem Level bleiben, als es nötig ist. Ah! Ja, das war klar. Na toll. Mann. Man weiß bei dir nie, ob du gerade einen Desync hast, ob du schlecht spielst oder ob du einfach sterben möchtest. Ich spiele schlecht. Geh mal davon aus. Mann, mal, macht das die sich gerne einmal mal gerade sich so ganz zufälligerweise ändern? Ja, klar. Das ist eine wirklich Halluzinationssicht. Wir können ja wieder hier YouTube ranlassen mit seiner Verbesserung. Nein! Seine bitte. Verbesserung. Ah, Hilfe! Was machst du da? Komm zurück. Ich will hier. Jetzt komm zurück. Ich mache jetzt hier meinen Job. Was ist denn hier? Da ist nichts, das ist das Problem. Das ist gut. Okay. Ah! Eben, das habe ich gemeint. Da ist nichts. Ich bin tot. Ja, ich weiß. Weil du doch, nicht auf mich hören möchtest. Da wäre was, aber ja, das, da war das geht noch momentan noch nicht. Das kannst du später mit einem komm bitte. Boden. Warum ist du bist auch nicht mehr besser, warum ist da nie ein Boden, wenn man einen möchte? Mimimi. Jammer nicht rum. Ich will nur meinen Boden, wo er mir auch zusteht. Und die Wand, ey. Bitte dich, Shy Guy. Das ist ein Fly Guy, das ist ein anderer Spezies. Das ist ein dasselbe. Nein! Natürlich. Shy Guys haben sich einen Propeller wachsen lassen. Das sind dann Fly Guys. Bitte, ich bitte dich, also wirklich. Alter, diese Sicht ist das Dümmste, was es gibt. Ich hätte nicht gedacht, dass man die normale Sicht aus Mario 64 noch schlechter machen könnte. Das liegt der Multiplayer. Ja, ich weiß trotzdem. Ja, Mimimi. Sicht, dreh dich. Ah. So, da vorne ist ein Stern, den kannst du aber nicht mal sehen, weil dieses Spiel es nicht für wichtig hält. Ich hoffe, du siehst die grünen Boxen da. Normalerweise, wenn wir grüne Boxen haben, dann da hochgehen. Okay. Aber egal, so viel dazu. So, jetzt gucke ich mal was nach. Ja, was machst du denn jetzt? Was gucken. War auch richtig toll. Ja. Okay, mach was. Hoch da, los, hoch da. Hoch da, los. Geht das ist nicht lang, so einfach lang. Mit dem dummen Sichtzeug hier. Aber man hat auf jeden Fall viel nettere Zeitbegrenzungen als in anderen Hacks. Das ist doch gemein. Also hust du Mario 75 Steam Edition. Ich finde diesen 3D-Effekt bei mit der Schrift so toll. Ha! Mann, oh. Ach komm, ich will zum neuen Womp King. Der ist bestimmt da. Der ist rechts. Rechts, okay, finde ich gut. Also ist er hier oben. Ah! Hier. Ja, hier ist er. Ah. Oh. Es ist so schwer. Ja, ich mach Dreifachsprünge. Ich nicht. Warum machst du keine Dreifachsprünge? Die sind zu lang. Die brauchen zu lang, um aufzuladen. So, ja, die laden auf, bin mir sicher. Da gibt's einen blauen Stern, den brauchst blauen Kartenstern, den kannst du so jetzt noch gar nicht holen. Ha, aber ich kann ja Pflanzen töten. Hast du das gesehen? Ja. Bin so gut. Toll. Jetzt komm. Ah, ich komme schon. Oh, was ist denn los? Jetzt komm einfach mit. Ich komme doch schon mit. Das ist ein Shy Guy. Fly Guy. So ein Ding halt, warte, ich muss umbringen. Haha! Ich habe es halt gedrückt, definitiv. Jetzt bin ich dran. Oh, graus, oh graus. Noch weiter. So, komm her. Okay. Oh nein! Ah! Ja, ich hab gelernt, wie man den besiegt, Digga. Okay. Jetzt ist die Welt verloren. Und jetzt, was soll ich jetzt tun? Versuch mal irgendwie, das geht dazu kommen. Vielleicht geht das da. Was? Wie soll das gehen? Nein, vielleicht geht's da, ich weiß es nicht. Kann ja sein, dass Gelux wieder Pech scheiße gebaut hat oder sowas.
Ja, was soll ich jetzt tun? Hier ist kein Weg mehr. Okay, hier ist der Wurmkönig nicht. Der Wurmkönig war wohl doch links lang. Ganz toll! Ah, du willst mich nur leiden sehen! Naja. Das sehe ich so oder so, egal wo wir lang gehen. Wow! Ich lebe noch, dann würde ich leiden sehen, egal wo du lang gehst, Mario 64. Das ist schwierig hier. Nichts ist schwierig, du stellst dich nur unheimlich blöd an manchmal. Baum, oh Gott. Ja, diese Sicht ist unfassbar schön. Okay, vielleicht ist hier ja was. Nein, unter Wasser ist nichts. Noch nicht. Du kommst da nicht durch. So, siehst du, hier ist was. Du kommst aber nicht durch. Aber da ist trotzdem was. Du hast mich eiskalt. Bah, dieses Vieh ist da, Hilfe. Ich hätte vorhin gesagt, dass da unten Stein sieht und blaue Kamm kriegst. Okay, ist hier noch irgendwas? Oh, da oben muss ich hoch, ich bin mir sicher. Da sind aber nur Münzen. Ja, und ist da trotzdem cool. Siehst du? Münzen. Wow. Okay, man kann auch hier lang gehen. Da waren wir hergekommen. Ach so. Nee, gar nicht. Natürlich, da vorne ist der Start. Ja, aber wo soll ich dann hin? Ja, links. Ja, nein, nicht hier links. Ich meine vom Start aus. Okay. Es ist schwieriger, dich... Es ist Also hier lang? Ja, da lang. Okay, danke. Zum Baum oder was? Genau, geh zum Baum und dann spring ab und bring dich um. Dass man ja nirgendwo Schallschaden bekommt. Gibt es überhaupt noch Fallschaden hier? Schallschaden? Fallschaden. Skill. Okay. Jetzt bist du da hier rum. Hin? Oh Gott, das ist schwierig. Spring einfach. Oh Gott, das ist echt schwer. Geh einfach rot, da ist nur ein Pilz oder sowas drin, eine Münze sogar nur. Ein Pilz? Ja, das ist nur ein Pilz halt, aber egal, jetzt gehen wir weiter, da ist höchstens Münzen drin. Oh Gott, das ist schwierig hier. Leben wirst du sowieso hier ist nicht noch brauchen. Was? Da oben ist der Wurmkönig, aber du wirst sterben. Da oben? Da hoch, ja. Ah! Du wirst trotzdem sterben insofern. Oh Gott, das sind Löcher. Okay, komm her, Wurmkönig. Ich mach dich fertig. Hallo. Oh yeah. Du warst. Aber er lebt noch. Komm her. So viel zum Leben-Part. Bin ich denn? Ich lebe noch. Er lebt wirklich noch. Haha. Wo bitte ist hier der Fallschaden? Jetzt geht's weiter. Ich hab meinen Spaß. Das merkt man hoffentlich. Stand ja auch so schön in den Kommentaren, wie Rufen das Spiel voll ernst nimmt und ich einfach herumhüpfe und Spaß habe. Das ist irgendwie sogar wahr, findest du nicht? Sterb einfach. Nein! Ich schaff das. Ha! Noch ein Versuch hier? Ja. Komm her! So, hallo. Mach was. Uhu. So geht das. Das ist auch ein Loch, aber egal. Siehst du? Ja, ich hab's raus, siehst du? Ich bin gut. Hier. Hahaha, besiegt. Wow. Bang. Das Spiel friert mal nicht ein, gibt's das? Schau mich an, ich hab's geschafft. Das ist Stern Nummer 6. Wundervoll. Wunderbar. Ach, bist du stolz auf mich? Dieses LP wird einiges verändern. Natürlich. Hallo? Mach mal was. Danke. Du musst hier rein. So ungefähr. Ja, natürlich. Was denn? Was denn? Okay. Ja, stopp, nein, die Folge ist hier vor Ende zu Ende, sonst muss ich zu viel hochladen, dann würde ich mich dafür hassen. Insofern tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss bis zum nächsten Mal, Leute. Ich liebe euch. Nicht. Also es ist nicht zu Ende sein können. Ich hoffe, man hat das nicht schon noch gehört. Ich hebe noch auf. Ach so. Das hat man Pech. Jetzt. Ach, das ist doof. Okay, was ist jetzt? Ja, soll das mal richtig tschüss sagen jetzt. Ach so, tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal.